Hallo und willkommen zurück bei FIFA 21 Karriere. Und ja, jetzt ist der letzte Spieltag da. Und jetzt können wir ja ohne Druck starten. Wir sind aufgestiegen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, vielleicht Meister zu werden. Vielleicht. Und ja, von daher schauen wir mal, lassen wir noch irgendeinen besonderen spielen. Aber wir haben jetzt auf der Reservebank nicht gerade, ja, Devil, der darf mal von Anfang an ran. Ansonsten haben wir aber eigentlich auf der Reserve jetzt nicht so die besonderen Leute, wo ich sage, die müssen wir spielen lassen. Von daher starten wir einfach mal. Und schauen, was passiert. Das Gute ist, jetzt sind wir ja aufgestiegen. Das heißt, je nachdem, wie Zeit und ich mit dem Hochladen hinterherkomme, wird es dann zwei Erstligasaisons geben. Vielleicht sogar drei. Aber da muss ich immer mal schauen, weil im Moment aus Zeitmangel halt eben bei den Aufnahmen lade ich immer nur eine Folge, mal ja immer zwei. Der Aber ich große komme im Moment Moment ist einfach da, echt ein nicht Spiel hinterher. der Es sind ganz so viele Spiele, besonderen die ich hier Sorte, Let's ein Play im echtes Moment. Highlight. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Und Fußballfans. die Zeit Klasse, ist auch dass Sie nicht gerade eingeschaltet riesig, haben. von Ich begrüße daher, Sie ja, bei vielleicht auch nur optimalem zwei Saisons in der Fußballwetter zu ersten diesem Liga. Spiel Mal heute. schauen, was geht. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Vielleicht bekomme Fuß ich aber ein bisschen und der mehr aufgenommen, da können wir geschätzte wieder auf Kollege zwei Frank Folgen Buschmann. Und wir übertragen heute ein aufstocken, dann Spiel geht das vom auch. letzten Spieltag der zweiten Bundesliga. Ich bin sicher, das verspricht einiges. Denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das ist natürlich der Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Ich glaube, wir haben wieder eine spektakuläre Spielzeit hinter uns. Es war sehr unterhaltsam, viele Highlights. Spielerisch eine der besten Saisons der letzten Jahre. Und ich sag dir was, heute gibt es noch mal ein klasse Spiel. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Gute Chance für eine Flanke. Holt sich den Ball im Boah, eigenen super 16er. stark. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Ja, er macht ja im Moment in der Liga, was er will. Ja, vor dem Tor, zack. Jetzt ist der Platz da. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Oh, was machen wir denn jetzt? Und Ballverlust. Ja, da müssen Sie aufpassen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Im jüngsten Heimspiel gab es einen Sieg. Heute soll es genauso positiv weitergehen. Auch wenn es da zuletzt ein deutliches 4:0 gab, heute ist der Gegner ein ganz anderes Kaliber. Ich setze eher auf den Unentschieden. Ah ja. Pass auf die Außenbahn. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Benatelli. Geht dazwischen und hat den Ball. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Das war nix. Nee, Wolf, da müssen Sie sich was Besseres einfallen lassen. Ja, mit Freistößen. Es gibt ein können Tor unsere im Gegner. Oh. Parallelspiel. Im Studio gibt es alle Infos jetzt. Wir haben hier das erste Tor für Arminia Bielefeld. Neuer Spielstand damit 1:0. 24 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für die Chance. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Bielefeld führt schon mal. Damit sind die auf jeden Fall in der Relegation.
Josip Drmić. Macht er ihn. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Super Drmić. Ja, da ist Platz jetzt. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Erstmal geklärt. Boah, die Lichtverhältnisse hier sind Katastrophe. Dunkelhell, Dittgen. Dunkelhell. Benatelli. Sie holen sich den Ball. Zweikampf um den Ball. Hereingabe jetzt. Super durchgesetzt von Musiala. Er hat echt Potenzial, der Junge. Dejan Jovelic. Er zieht ab. Ganz stark ab. Klasse aufgepasst vom Torwart. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. Jetzt der Eckball. Aber der ist halt eben noch jung und hat noch nicht so viel Konditionen. Da ist die Flanke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Deshalb wird ab und an auch Koplianski übernehmen. Da könnte was draus werden. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Das gibt Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Und Van Trommelen macht's. Per Standard, per Kopf. Da kommt der Treffer. So darf auch mal Van Trommelen wieder treffen. Zweites Saisontor. Schönes Ding für unseren Captain. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Avevor. Buchtmann. Sie passen den Ball gut, aber jetzt. In der nächsten Saison müssen wir mal schauen, dass wir auch im Pokal wieder ein bisschen weiterkommen. Diese Saison sind wir ja in der ersten Runde rausgeflogen gegen Waldhof Mannheim. Was sehr enttäuschend war. Ball kommt in die Mitte. Da können Sie erstmal klären. Aber ich denke mal, nächste Saison werden wir auf jeden Fall die erste Runde überleben. Hoffentlich. So, Köln führt gegen Kiel. Naja. War ja klar. Wir können nicht runtergehen. Doch, jetzt geht's. Mainz noch 0-0. Und da Köln führt, darf auch Wagner mal ran. Wird jetzt eingewechselt. Savic geht runter. Durchgang 2 läuft. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Also darf Wagner ruhig auch mal wieder eine Halbzeit spielen. Dürmitsch. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Jetzt kann da was entstehen. Jetzt ist es gefährlich. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Das wäre schon fast knapp geworden. Hm? Stadion, ein Tor ist gefallen. Ich gebe kurz ab ans Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den ersten FC Köln. Der neue Spielstand heißt nun 2-0. Gespielt sind hier 49 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Dirmic. Und da ist der Ball wieder weg. Benatelli. Klasse Pass. Sie holen sich den Ball. Benatelli. Oh, es sind unsere Mittel los. Klasse Pass. Er macht das Spiel schnell. Sie machen den Treffer. 1-1. Ja, aber unsere Mitte war auf einmal gar nicht mehr besetzt. Da ist gar keiner. Wo ist die Abwehr hin? Da kommt eben dieser Fehler. Dieser entscheidende Fehler. Da war der Druck am Ende einfach zu groß. Buchmann macht das vierte Saisontor. Clever zugeschlagen. Da sehen wir es nochmal. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden. Hauptsache die ganze Abwehr war weg.
Es tut sich was im Parallelspiel, nämlich ein Tor. Deshalb kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Sandhausen. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 60 Minuten. Jetzt drehen wir das Spiel. Super Pass jetzt. Ankotzig. Ball kommt an den langen Pfosten. Jetzt können sie vielleicht kontern. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Macht er ihn. Weiter gefährlich. Schöner Zweikampf. Viel Platz jetzt auf außen. Ball kommt in die Mitte. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ja. Ja, ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Sie sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Ja, wir haben halt eben wirklich nicht so die ganzen Chancen, aber es ist auch nicht mehr zwingend notwendig, dass wir die Chancen haben. Noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Der Zug ist halt eben eh abgefahren. Anspiel kommt gut. Heißt natürlich nicht, dass wir jetzt extra verlieren. Sieht gefährlich aus. Da kommt die Flanke. St. Pauli-Fans sind am Feiern. Die haben ihren Spaß. Können den Aufsteiger ärgern. Aber wie gesagt, das können wir großartig interessieren tut es uns eh nicht mehr. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Gut geklärt. Das war wichtig. Die Chance zur Führung. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ah. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Und weiterspielen hat der Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Oh. Die Kopfballchance, Abseits. Aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel. Das war vom Timing. Böse, gelb. So, wir bringen noch einmal ab. Nix. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Hm. Sie müssen ein Tor erzielen, aber hier wurde der Ball abgefangen. Und jetzt könnten Sie die Partie noch zu Ihren Gunsten entscheiden. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Sie holen sich den Ball. Geht hier noch eine Mannschaft ins Risiko? Der nächste Treffer dürfte das Spiel entscheiden. Wichtig, ganz wichtig, dass er da dazwischen geht. Guter Vorstoß da jetzt. Ah. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. 1 Minute gibt es noch oben drauf. Und da ist der Ball wieder weg. Schönes Zuspiel hier. Jetzt die Chance. Er wirft sich in den Schuss. Das war wie ja. Nur ein Unentschieden heute für sie. Egal. Ein torloses Remis. Heute. Ein torloses Remis, ja. Das gibt Ecke. Genau, das ist das Wort des Spieltags. Egal, wir haben Unentschieden gespielt. Köln hat 2-0 gewonnen. An ein Pauli war Sandhausen. Aber ich denke mal, mit dem Unentschieden sind beide Mannschaften glücklich. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Vielen Dank für diese... Ja, die Jungs sind wirklich ausgepowert. Eine harte Saison haben sie hinter sich, aber jetzt haben wir es geschafft. Ich wollte nur...
Turnierpreisgeld aufgrund der Leistung. Zweite Liga, Preisgeld 27 Millionen. Ja, da sieht es doch schon gar nicht mal schlecht aus. Ah ja, und jetzt kommt noch. Was kommt jetzt noch? Länderspiele. Warte, wir switchen gerade. Wir sind schon da, okay. Gruppenphase, FIFA World Cup international. Wir sind mit Finnland, Italien und Chile in einer Gruppe. Ja, ich glaube nicht, dass wir das spielen. Lass mal noch ein bisschen laufen. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge, gibt es dann die Statistiken und mehr. Spieler ist auskuriert. Oh, Grifo endlich wieder da. Der ist ausgeliehen. Und ja, wie gesagt, wir schauen uns das an. Und dann werden wir das hier, denke ich mal, simulieren in einer Folge noch. Und dann geht es zum Transfersmarkt, würde ich sagen. Vielleicht auch alles in einem, mal schauen, wie wir das in der nächsten Folge zeitlich hinbekommen. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bayern ist Meister. Ne, DFB-Pokal. Aber das werden wir uns gleich alles noch anschauen. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.